Kann ich Sie mitnehmen? Sehr freundlich, danke. Steigen Sie ein. Scheußliches Wetter. Schrecklich, nicht? Ich habe eigentlich gedacht, es würde eher wieder freundlicher. Waren Sie angeln? Ja, ich hab's versucht. Aber bei diesem Gedonner verkriechen sich die Fische. In so einem Wetter beißen sie nicht. Ich habe alles probiert. Fliegen, Würmer, Spinner. Ja, einfach alles. Sie machen mir Spaß. Ich bin gerade gekommen, um hier eine Woche zu angeln. Sie haben schon den richtigen Ort ausgesucht, keine Angst. Das Wetter heute ist eine Ausnahme. Hier in den Bergen finden Sie die besten Forellen in ganz Schottland. Wo kommen Sie her? Aus Glasgow. Ich bin heute Morgen losgefahren. Ich bin aus Newcastle. Im Urlaub? Ich arbeite hier. Im Baugeschäft. Wir bauen einen kleinen Damm in der Nähe von Calloway. Ich wohne in einem kleinen Cottage gleich hinter Fettenfield. Wenn Sie Angler sind, konnten Sie sich ja wirklich keinen besseren Arbeitsplatz als das Hochland aussuchen. Was denken Sie, warum ich den Job überhaupt angenommen habe? Wo wohnen Sie während Ihres Urlaubs? Direkt im Dorf, Fettenfurt. Dort ein Zimmer im Hotel. Schöne Woche. Ist hier was los? Polizeiwagen. Die tragen da was vom Moor herüber. Dann schauen wir mal, ob wir helfen können. Sieht aus, als ob sie eine Ware tragen. Können wir helfen? Etwas nicht in Ordnung. Danke, wir brauchen keine Hilfe. Hat es einen Unfall gegeben? Sie können wirklich nichts tun, Sir. Fahren Sie bitte weiter. Oh. Ja, dann. In Ordnung. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Auf der Bahre hat eindeutig jemand gelegen. Ich habe das Gesicht gesehen. Dort, glaube ich. Ein Autounfall kann es nicht gewesen sein. Die trugen die Bahre aus dem Moor. Naja, Fettenfurt ist ein kleines Nest. Ich nehme an, wir werden morgen spätestens davon hören. Ich heiße übrigens Bob Melville. Andrew Garside. Ein großes, Sir? Ein kleines. Das gleiche für Sie, Sir. Was ist da heute Abend auf der Straße durch das Moor passiert? Wo, Sir? Ich bin so gegen 9:30 an einem Polizeiwagen vorbeigefahren. Muss wohl ein Unfall gewesen sein oder sowas. Oh. Ja. Es sah so aus, als ob die Polizei jemanden aus einer Bahre aus dem Moor heraustrug. Heute Abend? Ja. Nichts davon gehört. Ein Verkehrsunfall? Sah nicht danach aus. Wie gesagt, sie kam aus dem Moor. Wann war das, Sir? Gestern Abend. Auf der Straße durchs Moor. Ich habe nichts davon gehört. So 9:30 rum. Mehr Kaffee, Sir? Nein, danke. Davon habe ich nicht das Geringste gehört. Also, es ist wirklich passiert. Das kann ich versichern.
Ich hätte gedacht, dass Sie als der Besitzer des einzigen Hotels im ganzen Umkreis als einer der Ersten davon wüssten. Wo war das? Etwa 2 Meilen vom Ort. Und letzte Nacht? Ach, ist auch egal. Ich hätte nur gern gewusst, was das für ein Unfall war. Ich bin ganz sicher, dass er nicht auf der Straße passiert ist. Sicher, wenn wir da früher oder später noch von hören. Aber jetzt mal zu Ihrem Angeln. Zeigen Sie es mir doch noch mal auf der Karte. Gern. So, wir sind jetzt hier. Sie nehmen die Straße Richtung Süden, über die Brücke rüber und dann ist hier rechts von Ihnen eine Laube. Und woran kann ich sehen, dass ich da auch angeln darf? Da steht ein Schild an der Grenze. Dahinter fängt der Privatbesitz von Colonel Bradshaw an. Verdammt! Ich habe kein Netz! Und was für ein Bursche das ist! Kein Netz, so ein Mist! Alles klar! Lassen Sie ihn hier rüberkommen! Langsam! Langsam hierher! Richtung Ufer! Langsam! Ich habe ihn! Alles klar, ich habe ihn! Ist es eine Seeforelle? Ja! Und was für ein Kerl! Ich habe gesehen, dass Sie kein Netz hatten. Also habe ich ihn am Schwanz gepackt. Das ist ein alter Trick, den mir der Bursche meines Vaters beigebracht hat. Man wickelt sich ein Taschentuch um die Hand und packt den Fisch dann am Schwanz. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Das sollten Sie auch. Bei so einem prachtvollen Fisch. Nicht wahr? Ja. Nur schade, dass Sie ihn nicht behalten können. So? Warum? Sie sind auf Privatbesitz. Aber wieso denn? Ich dachte, das Uferstück gehört dem Hotel. Das stimmt schon. Aber das Hotelufer geht nur bis oben zu den Bäumen. Sie haben sich ein bisschen verirrt, mein Freund. Also sowas. Ja. Dabei habe ich doch noch nach dem Schild gesehen. Ist schon in Ordnung. Es ist mein Fehler. Der Sturm gestern Nacht hat das Schild abgerissen. Dann kann ich den Fisch behalten? Auf jeden Fall. Vielen Dank. Mein Name ist übrigens Garside, Andrew Garside. Ich komme aus Glasgow und mache hier Urlaub. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Garside. Mein Name ist Bradshaw. Colonel Bradshaw? Ja. Dann sind Sie der Eigentümer hier? So ist es. Ja, also dann bin ich Ihnen gleich aus 2 Gründen dankbar. Erstens, weil Sie mir geholfen haben, den Fisch zu fangen. Und zweitens, weil Sie mir erlaubt haben, auf Ihrem Privatbesitz zu angeln. Schon gut. Aber eigentlich sind alle guten Dinge ja 3. Kommen Sie doch auf ein Glas mit ins Haus. Es ist gleich da drüben, hinter den Bäumen. Das ist sehr nett von Ihnen. So ein Fisch ist einen ordentlichen Schluck wert. Das ist der schönste, der hier je aus dem Fluss herausgeholt worden ist. Warten Sie, ich muss nur eben noch mein Angelzeug zusammenpacken. Ja. Wann sind Sie eigentlich hier angekommen? Gestern Abend. Hier wird es Ihnen gefallen. Also, wenn das Angeln weiter so gut klappt, dann ganz bestimmt. Ja, solche Riesenkerle gibt es hier natürlich nicht jeden Tag. Wie weit erstreckt sich Ihr Land noch, Colonel? Zu weit. Von hier aus sind es noch etwa 10 Meilen in Richtung Süden und 12 Meilen Richtung Westen. Für meinen Begriff ist das ein Riesenbesitz. Ja, für meine auch, glauben Sie mir. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich schreibe. Als Journalist? So in der Richtung. Ich schreibe Reportagen. Kommen Sie, wir gehen in die Bibliothek. Ich arbeite für den Daily Chronicle in Glasgow. Das klingt ja sehr interessant. Bei großen Tageszeitungen gibt es eigentlich nur sehr wenig wirklich interessante Jobs, Colonel. Aber ich habe das Glück gehabt, einen davon zu finden. Dann haben Sie sich wohl spezialisiert? Ja, auf Verbrechen. Verbrechen? Ja. Ich schreibe über kaum was anderes. Mir scheint, Ihnen kann man wirklich gratulieren. Sie haben einen Job, der Ihnen ganz offensichtlich Spaß macht. Es gibt niemanden, dem Verbrechen Spaß machen könne. Aber so traurig es auch ist, es macht fast jedem Spaß, etwas drüber zu lesen. Und dadurch habe ich einen guten Job.
Und so schreiten Sie also über Verbrechen. Ja. Und in einer Millionenstadt wie Glasgow gibt es eine ganze Menge, worüber Sie schreiben können. Whisky? Ja, gerne. Mit Wasser. Gerne. Danke. Ich glaube, ich verstehe jetzt, warum Sie aus der Stadt hier herausgekommen sind. Um eine Woche zu angeln. Merkwürdigerweise werde ich aber das Gefühl nicht los, dass ich gleich bei meiner Ankunft in etwas ziemlich Dramatisches hineingeraten bin. Ja? Und was war das? Bitte. Haben Sie etwas von einem Unfall gehört, der gestern Abend in der Nähe von Fadenfoot passiert ist? Ja. Sie haben etwas davon gehört? Also, Sie sind der Erste im ganzen Dorf, der zugibt, etwas von diesem Unfall zu wissen. Was ist da passiert? Was konnten Sie sehen? Es sah so aus, als ob zwei Polizisten jemanden vom Moor zu ihrem Wagen auf der Straße hinübertrugen. Das war alles? Ja, das war alles. War es denn nun ein Unfall? Nein. Und was war es dann? Es war ein Mord. Sind Sie sicher? Absolut sicher. Und wer ist ermordet worden? Ein Mann namens Jim Collinson. Einer meiner ältesten Freunde. Was ist denn nun passiert? Wollen Sie drüber reden? Warum nicht? Ich habe darüber die halbe Nacht lang mit der Polizei geredet. Hat die Polizei jemanden festgenommen? Nein. Weiß sie noch nicht? Die Polizei weiß überhaupt nicht, was eigentlich passiert ist. Jim war Bergsteigen, ist ausgerutscht und abgestürzt. Das ist alles. Das ist alles, was die Polizei weiß. Aber Sie wissen offenbar mehr. Allerdings. Sie glauben, er ist umgebracht worden. Ich bin davon überzeugt. Wissen Sie, wer es war? Nein. Sie haben auch keinen Verdacht? Nicht den geringsten. Und was für eine Erklärung hat die Polizei? Gar keine. Ich habe das Gefühl, die hören mir überhaupt nicht zu. Wird es eine Obduktion geben? Ja, noch heute. Dabei werden sie wohl auch die Schnittwunde untersuchen. Was für eine Schnittwunde? Er hatte eine lange klaffende Wunde. Vom Ohr am Kinn entlang bis zur Kehle. Das kann nicht vom Sturz gekommen sein. Sie scheinen sich ihrer Sache sehr sicher zu sein, Colonel. Ich fürchte, das bin ich. Aber die Polizei bearbeitet doch den Fall. Ja. Sie müssen jetzt im Dorf sein. Aus Inverness ist ein Inspektor gekommen. Und aus Glasgow ein gewisser Pollock. Wer? Ich meine, er hieß Pollock. Ein Kriminalbeamter, glaube ich. Harry Pollock. Sie kennen ihn? Ja. Ist ja ziemlich gut. Von der Kriminalpolizei. Also in der Richtung. Nun ja, Colonel. Ich werde jetzt besser gehen. Ich muss mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, was Sie mir alles erzählt haben. Wollen Sie Ihren Kaffee hier trinken, Sir? Ja. Danke. Es scheint, ich bin wohl der Einzige in der Lounge. Alle anderen haben sich heute Morgen schon mit Lunchpaketen versorgt. Ich wusste nicht genau, ob Sie zurück sein würden oder nicht. Ich musste einfach zurückkommen, um Sie zu sehen. Nach unseren Anweisungen darf das Personal keinen persönlichen Kontakt mit den Gästen haben. Das wissen Sie doch. Aber Ihre Anweisungen sagen doch wohl nichts über den Kontakt der Gäste mit dem Personal, oder doch? Wohl nicht, aber wenn Sie so weitermachen, ich bin sicher, Mr. Barclay würde bald noch etwas Entsprechendes dazusetzen. Ob einem das nun passt oder nicht. Sie sind von hier, nicht wahr? Ja, bin ich. Den Sommer über bin ich hier und sonst studiere ich in Edinburgh. Und Sie sind neugierig. Ich weiß. Was sagen die Anweisungen darüber?
Sie sagen, dass Sie morgen besser auch ein Lunchpaket nehmen sollten. Ich schreibe Ihren Namen schon mal ins Buch ein. Ich wollte Sie etwas fragen. Ernsthaft. Haben Sie etwas von dem Unfall gehört, der gestern Abend in der Nähe vom Dorf passiert ist? Nun, ich habe gehört, dass jemand beim Bergsteigen am Ben Yui umgekommen ist. Ein Mann namens Collinson. Kannten Sie ihn? Nur vom Sehen gekannt habe ich ihn nicht. War er von hier? Er ist vor ein paar Wochen hierher gekommen. Komisch nur, dass so viele Leute aus dem Dorf nichts davon gehört haben oder zumindest sagen, dass sie nichts davon gehört haben. Haben Sie herumgefragt? Ja. Und nur zwei Personen habe ich getroffen, die zugeben, überhaupt etwas von dem Unfall gehört zu haben. Sie sind die zweite. Und wer ist die andere? Colonel Bradshaw. Oh, Sie... Er hat Ihnen davon erzählt? Ja. Die Leute hier reden wohl nicht gern über solche Sachen, was? Nein, nicht so sehr. Das ist hier ein sehr ruhiger Ort. Gibt's dafür einen Grund? Dafür vielleicht. Glauben Sie? Vielleicht möchten Sie mir darüber mehr erzählen. Also ich... Wenn wir heute Abend essen? Irgendwo? Wir werden doch heute Abend essen. Hier. Ach, so habe ich das nicht gemeint. Wie soll ich mit Ihnen reden, wenn Sie mir mein Essen servieren, oder? Das Hotel ist doch wirklich schön. Gutes Essen, ausgezeichnete Bedienung. Wie heißen Sie? Ich bin Andrew Garside. Rosemary Gordon. Gut. Na, und? Nicht heute Abend. Ich hab heute Dienst. Rosemary, Miss Selkirk möchte den Tee gern auf ihr Zimmer. Ja, ja, Mr. Barclay. Na, Mr. Garside? Hatten Sie Glück, Herr Mann? Hallo, Mr. Barclay. Auch eine Tasse Kaffee? Nein, danke. Ja, ein Prachtexemplar habe ich gefangen. Das in der Hotelhalle? Ja. Ja, gratuliere. Das ist ein Fang. Er hat beim blauen Zulu angebissen. Ich habe ihn nah erwischt, wo es eigentlich verboten ist. Da nicht auf Colonel Bradshaw? Doch, 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 auf Colonel Bradshaws Besitz. Der Sturm gestern Nacht hatte das Schild umgerissen, aber ich habe Bradshaw getroffen und er war sehr freundlich zu mir. Ah, Sie haben ihn getroffen? Ja. Mhm. Er hat mich in sein Haus eingeladen auf ein Glas. Oh, sehr schön. Er ist ein hübsches Eckchen, nicht? Wundervoll. Aber eigentlich wollte ich wissen, ob Sie etwas über den Unfall auf der Straße durchs Moor gehört haben. Unfall? Na, von dem ich Ihnen erzählt habe, als ich gestern Abend kam. Ah, also alles, was ich darüber gehört habe, ist, dass irgendjemand abgestürzt ist. Tot? Ich glaube schon. So, ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Bis später. Übrigens. Ja? Wo ist hier die Polizei? Die Polizei? Also die ist da runter. Am Ende der Hauptstraße. Danke. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Sergeant. Ich hätte gern Mr. Pollock gesprochen, der aus Glasgow hier ist. Aus Glasgow, Sir? Ja, von der Sonderkommission. Mein Name ist Garside. Also, ich weiß nicht recht... Sein Wagen steht doch draußen. Lassen Sie ihn durch, Sergeant. Wie Sie wünschen, Sir. Hallo, Harry. Ganz alleine? Wer hat dir gesagt, dass ich hier bin? Colonel Bradshaw. Es gibt hier nichts für dich, Andy.
Du bist doch hier. Ja, das weiß ich. Also? Also was? Bist du hergeschickt worden oder hat man dich angefordert oder was? Das weißt du doch sowieso schon alles. Stimmt, ich sollte nicht fragen. Was ein Unfall? Alle nehmen das an. Außer Colonel Bradshaw. Du weißt ja wieder mal viel zu viel. Wann hast du mit ihm gesprochen? Heute Morgen, ich traf ihn beim Angeln. Er ist sich sicher. Es war Mord. Keine Beweise natürlich. Wer war er? Der Tote. James Gregory Collinson, 56 Jahre alt, britischer Staatsbürger. Geboren hier in Fadenfoot auf dem Besitz der Bradshaws, Sohn des damaligen Verwalters. Lebenslange Freundschaft mit Colonel Bradshaw. Studierte an der Universität St. Andrews, ist vor 26 Jahren nach Rhodesien ausgewandert. Ausgesprochen wohlhabender Mann. Vor 6 Wochen ist er nach Schottland zurückgekehrt. Hat sich ein Haus im Dorf gemietet. Hobbys, Naturkunde, Fotografie, Bergsteigen. Ruhig, wenig Freunde, lebte zurückgezogen. Starb gestern Abend am 23. August gegen 16.30 Uhr nach einem Sturz in eine 100 Meter tiefe Schlucht in den Bergen um den Ben Nui. Und das ist alles? Alles. Könnte ich die Leiche sehen? Andy, da gibt's nicht. Ich möchte das Gesicht sehen. Na gut. Hier durch. Ist das ein Leichenschauhaus? Was Ähnliches. Ein umgebauter Kühlraum. Diesen Körper sieht man wirklich jeden Meter des Sturzes an. Allerdings. Und woher sind diese Prellungen im Gesicht? Wir wissen es nicht. Und die Schnittwunde am Hals? Wir wissen es nicht. Bradshaw meint, das seien Beweise dafür, dass es Mord war. Ich weiß. Das hat er uns die ganze Nacht lang gesagt. Und warum ist er so hartnäckig? Wir wissen es nicht. Da ist diese Schnittwunde am Hals. Andy, hör mal zu. Es gibt kein Motiv für einen Mord. Es gibt niemanden, der irgendwie in die Sache verwickelt wäre. Er war ganz allein in den Bergen. Keine Anzeichen für einen Kampf. Keine Waffe. Er ist ausgerutscht. Und dann ist er in die Schlucht hinabgestürzt. Mehr wissen wir nicht. Und ein Sturz von 100 Metern ist verdammt tief. Trotzdem bist du hier. Lass es sein, Andy. Gerade jetzt? Du verlangst verdammt viel, Harry. Du bist derjenige, der hier was verlangt. Harry, wir kennen uns jetzt mehr als 12 Jahre. Du weißt doch, ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, Andy. Aber ich sage dir, außer diesen Verletzungen im Gesicht und am Hals können wir nicht den geringsten Hinweis auf ein Verbrechen finden. Irgendwas in seinen Taschen? Nichts Außergewöhnliches. Also die üblichen Dinge. Geld, Kalender, Schlüssel, Kuli, eine Anglerkarte von einem der Flüsse hier. Eine Karte? Ja, eine Anglerkarte. Darauf waren, na, wie heißen sie? Die Lachsgründe. Ja, die waren eingezeichnet. Hast du die Karte hier? Ja. Kann ich sie sehen? Nein. Harry? Nichts ist mit Harry. Du weißt, wie weit du gehen kannst, Andy. Ja, ich sollte es halt mir nicht wissen. Aber es ist eine Karte, oder nicht? Ja. Eine Karte von einem der Flüsse. Mit gepunkteten Linien in Rot an verschiedenen Stellen. Ja, was glaubt Colonel Bradshaw, was es für eine Karte ist? Er hält sie für die Karte von jemandem, der Lachse stehlen will. Eine Karte zum Wildern in fremden Gewässern. Aber dieser Collinson ist doch... Er hat nicht mal da geangelt, wo es erlaubt ist. Und fürs Wildern hat er sich schon gar nicht interessiert. Und trotzdem war die Karte in seiner Tasche. Handgezeichnet? Ja, mit Tinte. Naja, es ist dein Fall, Harry.
Irgendwie habe ich das komische Gefühl, dass du das nicht ernst meinst. Ich auch. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wittere eine Story, das ist alles. Hallo! Hallo! Fangen Sie irgendetwas? Sie sind das erste attraktive Etwas, das mir heute Morgen an die Angel geht. Na, wenn ich bisher nicht gewusst hätte, dass Sie aus Glasgow sind, jetzt wüsste ich es bestimmt. Aber es gefällt Ihnen doch, was ich sage, oder? Was machen Sie eigentlich hier oben am Fluss? Wollen Sie angeln? Nein, nein, danke. Sie haben Ihr Lunchpaket auf dem Tisch im Hotel vergessen. Ja, ich dachte mir, ich bringe es Ihnen besser. Also, das nenne ich einen Service. Den ganzen Morgen habe ich mich gewundert, was nicht stimmt. Hunger habe ich. Da haben wir eine Thermoskanne mit Kaffee, ein paar Sandwiches und Kuchen. Wollen Sie nicht mitessen? Das reicht für zwei. Du, das will ich auch hoffen. Mein Essen ist nämlich auch dabei. Ihr Essen? Nun, warum denn nicht? Ich sehe nicht ein, warum ich mein Essen verpassen soll, nur weil Sie Ihr Paket im Hotel liegen gelassen haben. Hier haben wir eine weiße Serviette. Wir machen ein Picknick. Setzen Sie sich doch. Ich lade Sie ein. Na gut. Mach ich gerne. Wann müssen Sie wieder im Hotel sein? Um 4. Macht Ihnen Ihre Arbeit als Bedienung Spaß? Die meiste Zeit schon. Ist mal was anderes. Anders als was? Als die Paukerei in der Uni. Und außerdem bin ich hier zu Hause. Durch die Arbeit im Hotel kann ich hier im Dorf sein und noch Geld verdienen. Hm. Und was machen Sie? Ich bin Journalist. Ach so, jetzt verstehe ich auch, warum Sie sich so für den toten Mr. Collinson interessieren. Ach, machen sich nur keine falschen Vorstellungen, Rosemary. Ich bin niemand, der Neuigkeiten aufstöbert und ans Telefon hetzt, um mit ein paar Zeilen Geld zu verdienen. Ich hab Urlaub. Aber Sie interessieren sich doch für die Sache, oder? Doch, doch. Und warum, wenn ich fragen darf? Ich weiß es nicht. Es ist da irgendwas an der Sache. Ich weiß nicht, wie ich es zusammenkriegen soll. Irgendetwas... Seltsames? Ja. Das Gefühl habe ich auch. Wirklich? Und ich hätte gern gewusst, was es ist. Wissen Sie mehr über die Sache, als Sie mir gesagt haben? Ja. Dieser Collinson kam vor ein paar Wochen zum Haus meiner Eltern. Zum Haus Ihrer Eltern? Ja, er wollte meinen Großvater sprechen. Ich weiß nicht, worüber Sie gesprochen haben, aber Collinson war über eine Stunde bei ihm. Was kann er denn von Ihrem Großvater gewollt haben? Ich weiß nicht so recht, aber ich glaube, es ging ums Angeln. Großvater war... Ja, also, er liebte es einfach, überall ohne Erlaubnis zu angeln. Und ich weiß, dass er Mr. Collinson seine Karte von der Gegend hier gegeben hat. Seine Karte? Ja. Kann ich mit Ihrem Großvater sprechen? Nein, das geht leider nicht. Der ist vor 3 Wochen gestorben. Ja, ziemlich bald nach dem Besuch von Mr. Collinson. Ja, er war 82 und hat sich eine Lungenentzündung geholt. Es tut mir leid. Was ist denn so toll an einer Landkarte? Es waren doch nur die Lachsgründe eingezeichnet. Genau so eine Karte hat die Polizei bei Collinson gefunden. Woher wissen Sie das denn? Wie weit ist es von hier bis zu der Schlucht, wo er umgebracht wurde? Nicht sehr weit. Vielleicht eine Stunde. Ich würde die gerne sehen. Kommen Sie mit? Auf dem Weg kann ich Ihnen ja erzählen, wie ich auf alles gekommen bin.
Ist das die Schlucht? Ja, das ist sie. Ist nicht besonders schwer zu erraten, was mit einem passiert, wenn man von da oben runterstürzt. Colonel Bradshaw hat recht gehabt, denn auf der ganzen Felswand ist nichts, an dem Collinson sich hätte das Gesicht aufschlagen oder das Genick hätte brechen können. Da steht nirgends etwas vor. Die Wand ist ganz eben. Das heißt also, er hätte zusammengeschlagen und mit irgendetwas aufgeschlitzt werden können, bevor er hier herunterstürzte. Oben am Rande der Schlucht hätte jemand anderes bei ihm sein können. Ich frage mich, ob wir da raufkommen können. Das würde ich gern sehen. Der Weg führt ziemlich weit um die Schlucht herum. Ich muss um 4 zurück sein. Bis dahin schaffen wir es nicht. Dann bleiben wir besser hier unten. Ich möchte wissen, wo genau er aufgeschlagen ist. Ich glaube, es war hier drüben. Wo? Hier, schauen Sie. Da sind Spuren im Sand. Sehen wir uns doch mal um. Ob wir nicht irgendetwas finden, was der Polizei entgangen ist. Gut. Laufen Sie! Da! Da, die Felsen! Laufen Sie! Das ist eine Lawine! Alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Was war das bloß? Jemand versuchte uns umzubringen. Könnte das kein Unglück gewesen sein? Das war kein Zufall. Ich habe die Explosion gehört. Irgendjemand hat da oben Sprengstoff benutzt. Sprengstoff? Jetzt wissen wir, dass das mit Collinsons sogenannten Unfall nicht stimmt. Der Mann wurde umgebracht, Rosemary. Da bin ich mir jetzt ganz sicher. Ich auch. Ich wünschte, wir könnten darauf. Wer auch immer es gewesen ist, der wird jetzt weg sein. Kommen Sie, gehen wir zurück, solange wir es noch können. Ich kenne nur einen, der hier in der Gegend Zugang zu Sprengstoff hat. Hallo, Mr. Melville? Oh, hallo. Erinnern Sie sich an mich? Doch. Sie haben mich vorgestern Abend in Ihrem Wagen mitgenommen. Richtig. Kann ich reinkommen? Bitte, kommen Sie rein. Danke. Hier bin ich. Das Haus ist ein bisschen in Unordnung. So. Setzen Sie sich doch. Danke. Nicht nötig. Heute Nachmittag hat irgendjemand versucht, mich und eine Bekannte von mir in den Bergen umzubringen. Und zwar mit Sprengstoff. Also jetzt hören Sie mal zu. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Irgendjemand hat oben am Abgrundfelsen losgesprengt und eine Steinlawine ausgelöst. Wir sind so gerade eben davongekommen. Von unseren Leuten arbeitet keiner auch nur in der Nähe von der Schlucht. Und wenn Sie denken, dass ich da war, dann schlagen Sie sich das mal ganz schnell aus dem Kopf. Tja, dann entschuldigen Sie bitte. Hatten Sie eigentlich schon gewusst, dass er dort umgekommen ist? Collinson? Ja, das hatte ich schon gehört. Ich glaube, ich weiß jetzt, was er da oben wollte. So? Und morgen werde ich mir die Schlucht nochmal ansehen, um ganz sicher zu sein. So, das hören? Ja. Danke. Jetzt ist doch noch ein richtig schöner Abend draus geworden. Ja, ist es. Haben Sie noch mehr über den Mann gehört, der in der Nähe von Ben Huey vorgestern umgebracht wurde? Nun, ich habe nur gehört, dass er hier zu Besuch war. Collinson hieß er wohl. Haben Sie noch mehr gehört, Sir?
Kann sein, dass ich morgen mehr weiß. Ich denke, ich gehe dort nach dem Frühstück mal hin. Oh. Mal ansehen. Sie interessieren sich dafür, Sir. Sie kannten ihn? Sagen wir mal, ich interessiere mich sehr für die Angelegenheit. Möchten Sie morgen ein Lunchpaket, Mr. Garside? Ja, gerne. Morgen bin ich den ganzen Tag in den Bergen. So, wissen Sie schon, wo Sie angeln wollen? Morgen werde ich nicht angeln, Mr. Buckley. Ach nein. Nein, morgen nicht. Ich will hoch zum Ben Huey. Oh. Ja. Zu dem Abgrund, wo dieser Collinson zu Tode gestürzt ist. Wissen Sie, die Angelegenheit hat mich von Anfang an ziemlich interessiert. Ich konnte nicht verstehen, was er da oben wollte. Mir hat er nicht gesagt, Sir. Wollte, dass ich Sie zur Wache bringe. Wo ist er jetzt? Trinkt gerade noch seinen Tee, Sir. Wird aber jeden Moment hier sein. Wie klang er denn? Naja, er wirkte etwas verärgert. Hier ist er schon. Mr. Pollock, hier ist Mr. Garside. Er ist hergekommen, um mit Ihnen zu sprechen. Das ist in Ordnung, Sergeant. Könnten Sie uns allein lassen? Aber natürlich. Harry, was soll das sein? Sei ruhig, Andy. Und hör mir gut zu. Was zum Teufel treibst du da eigentlich? Ich versuche nur, euch dabei zu helfen, Collinsons Mörder zu finden. Du bist ja wohl völlig übergeschnappt. Ich habe jetzt schon von drei verschiedenen Seiten gehört, dass du morgen früh zu der Schlucht hoch willst, weil du angeblich weißt, warum Collinson umgebracht wurde. Bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Nein, Harry, das glaube ich nicht. Ich kenne dich jetzt seit 20 Jahren. Ich habe dir vertraut. Und ich habe dir oft genug für deine Storys hervorragende Tipps gegeben. Und viele von mir bekommen. Gut, auch eine Menge von dir bekommen. Aber das war in Glasgow. Hier in diesem Nest war ich kaum am ersten Haus, da wusste schon das ganze Dorf, dass ich da bin. Willst du, dass man mich in die Wüste schickt? Was ist bloß in dich gefahren? Hör mal, was willst du eigentlich, Harry? Willst du weiter so reden oder willst du auch mal zuhören? Okay, dann rede du. Besorg uns erstmal eine Tasse Tee. Kann sein, dass du sie bald nötig hast. Sergeant, wie wär's mit einem Schluck Tee? Geht in Ordnung. So, mein Lieber. Dann leg mal los. Fast jeder in diesem Dorf weiß etwas darüber, warum Collinson umgebracht worden ist. Das ist deine Meinung. Jetzt stell dich doch bitte nicht dumm, Harry. Das stinkt doch zum Himmel. Die meisten Leute hier wissen, dass es kein Unfall war. Collinson ist umgebracht worden. Und ich glaube, er ist umgebracht worden, weil er irgendwas herausgefunden hat, was gewisse andere Leute gern für sich behalten hätten. Und was zum Beispiel? Hast du noch die Karte, die Collinson in der Tasche hatte? Ja. Dann zeig sie mal her. Andy. Harry, ich muss sie sehen. Gut, wie du willst. Also, hier ist sie. Eine Karte von einem Fluss, stimmt's? Stimmt. Eine Karte von einem Fluss. Mit roten Markierungen. Richtig. Die Karte eines Anglers? Kann es denn sonst irgendwas sein? So eine Karte wird kein Angler benutzen. Diese Markierungen sind keine Fischgründe. Woher willst du das wissen? Harry, ich angle seit Menschen... Ja. Ist ja gut. Was sind sie dann? Ich weiß es nicht. Dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Aber morgen werde ich es wissen. Da bin ich ganz sicher. Also jetzt sag mir mal, was du morgen unternehmen willst. Vielleicht muss ich dich ja in Schutzhaft nehmen. Der Mörder von Collinson ist irgendwo in diesem Dorf. Und inzwischen weiß er, dass ich etwas vorhabe. Und deswegen hat er jetzt Angst. Oh, Andy, du willst doch nicht etwa den Lockvogel spielen.
Doch, genau das will ich. Es ist die einzige Möglichkeit. Du kannst es nicht tun, also werde ich es machen. Was zu trinken? Danke. Was ist eigentlich mit dieser Karte, die Mami Collinson gefunden hat? Was wollte ich Sie fragen? War er Angler? Nein, er hat sich nie dafür interessiert. Dann muss es irgendwas anderes mit dieser Karte auf sich haben. Sagen Sie mir eins, Colonel. Kannten Sie hier im Dorf einen alten Mann namens Cameron? Den alten Ben Cameron? Den kannte hier jeder. Der hat jahrelang jeden Fluss hier in der Gegend leer gefischt, ob es durfte oder nicht. Das war seine Karte. Rosemary hat's mir erzählt. Sie konnte sich an sie erinnern. Aber was zum Teufel wollte Collinson mit einer Landkarte vom alten Cameron? Ich weiß es nicht. Das ist ein Rätsel. Entschuldigen Sie. Fadenfoot 8-1. Ja, Colonel Bradshaw, Apparat. Hallo, Berkeley. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ja, er ist hier. Ja, ist gut, ich sage es ihm. Ja, bleiben Sie dran, ja? Es ist Berkeley, der Hotelbesitzer. Er hat sich gewundert, wieso Sie nicht zum Abendessen gekommen sind. Ich soll Sie fragen, ob Sie etwas Kaltes essen wollen, wenn Sie zurückkommen. Ja, sagen Sie ihm, das wäre sehr nett. Sie können auch hier etwas essen. Nein, danke, Colonel, wirklich nicht. Ich möchte zurück ins Hotel, damit ich morgen möglichst früh aufbrechen kann. Hallo, Berkeley. Also kaltes Abendbrot. Gute Nacht. Wollen Sie morgen früh zum Angeln raus? Nein, ich will hoch zum Ben Huey und deshalb will ich jetzt zum Hotel zurück. Oh. Ich glaube, ich habe jetzt die Lösung für diese ganze Geschichte, Colonel. Wirklich? Morgen sage ich es Ihnen. Was auch immer die Lösung sein mag, sie liegt am Rand dieses Abgrunds. Hören Sie zu, Gassert. Ich möchte nicht, dass Sie Ihr Leben in Gefahr bringen. Schließlich habe ich den Stein ins Rollen gebracht. Keine Angst, mir kann gar nichts passieren. Sollten Sie nicht besser bewaffnet sein? Schließlich hat jemand schon einmal versucht. Ich kann mit einem Gewehr überhaupt nicht umgehen können. Ich muss schon sagen, Gassert, Sie machen jetzt ein ziemliches Geheimnis aus dieser Sache. Morgen. Ich verspreche es Ihnen. Morgen wissen wir alles. Ihr Abendbrot steht hier drüben, Mr. Gassert. Hallo. Drüben? Schön. Abendbrot in der Küche. Wo um Himmels Willen waren Sie bloß? Ich dachte, Sie wären schon schlafen gegangen. Als Sie nicht zum Essen gekommen sind, habe ich beschlossen, aufzubleiben. Schön, dass Sie das gemacht haben. Andrew, ich hab's gefunden. Gefunden was? Ich weiß jetzt, was es mit Großer das Karte auf sich hat. Und? Was ist es? Als wir uns heute Nachmittag verabschiedet hatten, bin ich in sein Zimmer gegangen und habe in seinen Sachen gesucht. Hier, schauen Sie mal. Was ist das, Bücher? Ja, drei Bücher. Er hat darin bestimmte Stellen angestrichen. Lass uns mal sehen. Holen Sie Ihren Mantel. Haben Sie frei jetzt? Ja, aber was ist denn mit Ihrem Abendbrot? Zur Hölle mit dem Abendbrot. Wo gehen wir hin? Auf die Polizeiwache. Wir müssen zu Harry Pollock. Schnell. Ich weiß. Du weißt? Haben Sie schon die ganze Zeit gewusst? In der Zentrale hat kein Mensch auch nur etwas geahnt. Aber ich kann dir sagen, Andy, es gibt eine so dicke Akte über diese Sache. Und als dieser Collinson umgebracht wurde, bin ich hochgeschickt worden, damit ich mich mal umsehe. Gold. Ich glaube, ich träume. Jedes Kind in der Schule lernt, dass die Römer in Schottland Goldvorkommen gefunden haben. Das stimmt. Über Gold in Schottland steht was in jedem Geschichtsbuch. Gab's nicht mal eine kleine Goldmine in Wanlockhead, in Lanarkshire? Dort wurde fast 100 Jahre lang Gold für die schottische Münze in Edinburgh gefördert. Kiloweise. Ja, zum ersten Mal haben wir vor 2 Jahren davon gehört, dass hier oben im Hochland Gold vermutet wird.
Und das war's, warum Collinson umgebracht wurde? Also ich bin mir da jetzt ganz sicher. Er muss da oben am Bernoulli nach Gold gesucht haben. Und ich meine, er hat's sogar gefunden. Ja, das meine ich auch. Und auf der Karte Ihres Großvaters ist zu sehen, wo er im Fluss Gold gefunden hatte. Und das ist genau da, wo sich das Gold zuerst gezeigt hat. So steht's hier in dem Buch. Und wenn Collinson tatsächlich umgebracht worden ist, dann deshalb, weil ihn jemand zum Schweigen bringen wollte. Da ist eine Frage, die ich dem Colonel heute Abend hätte stellen müssen. Welche denn? Ob ihm in letzter Zeit jemand sein Land abkaufen wollte. Frag ihn. Danke, Harry. Die Nummer ist 81. Ja? Hallo? Colonel Bradshaw? Ja. Hier ist Andrew Garside. Hallo. Sie sind wirklich sehr beschäftigt. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, Colonel. Ja, nur zu. Hat Ihnen in letzter Zeit irgendjemand ein Kaufangebot für Ihren Besitz gemacht? Ja, man hat. Darf ich fragen, wer? Moment, das kann ich Ihnen sagen. Das war, warten Sie, vor etwa 4 Wochen. Da hatte ich einen gewissen Dawson für eine Woche zum Angeln hier. Er hatte sich oben am Hemlock ein Revier gepachtet. Er kam aus London, glaube ich. Eine Menge Geld. Und was geschah? Ja, er wollte kaufen. Und wir haben uns ein wenig darüber unterhalten. Aber dann habe ich ihm gesagt, dass ich nicht interessiert bin. Dawson? Ich habe seine Adresse irgendwo. Vielleicht können Sie sie für mich heraussuchen. Ja, natürlich. Ich suche sie Ihnen gleich morgen hervor. Nacht. Bitte? Nacht. Dawson, an den kann ich mich erinnern, der hat bei uns im Hotel gewohnt. Kannte er irgendjemand hier in der Gegend? Ja, er war ein persönlicher Freund von Mr. Barclay, dem Hotelbesitzer. Sie waren ziemlich oft zusammen. Wir sind fast oben. Lassen Sie mich doch mitkommen. Nein, nein, Sie bleiben hier. Das muss ich alleine erledigen. Und was soll ich machen? Sie bleiben hier hinter dem Felsen. Andy? Ja? Ich finde Sie... Du bist einfach wundervoll. Sei vorsichtig. Ich werde es versuchen. Mir klappern nur die Zähne und die Haare stehen mir zu Berge. Viel Glück. Ich hoffe, es klappt alles. So. Da vorne ist der Abgrund. Sie sind ganz schön vom Weg abgekommen, Mr. Garside. Hallo, Barclay. Sie! Nehmen Sie die Hände hoch. Ihr Flinty, ihr pustet ordentlich was weg. Ich wusste, dass jemand hierher kommen würde. Sie konnten nicht widerstehen, was? Nein, konnte ich nicht. Seit Sie hier angekommen sind, waren Sie einfach zu unverschämt neugierig. Warum können sich solche Typen wie Sie nicht um Ihren eigenen Dreck kümmern? Ich kümmere mich gern darum, wenn Leute wie Sie einen Mord begehen. Ich habe Collinson nicht umgebracht. Er musste seine Nase nur überall reinstecken, genau wie Sie. Und dafür musste er halt bezahlen. Und was wollen Sie jetzt machen? Mich erschießen? Los! Gehen Sie da rüber in den Abgrund. Sie können mich nicht erschießen, Barclay. Los da rüber! Lassen Sie die Waffe fallen, Barclay! Fallen lassen! Hier rüber, machen Sie schon. Harry. Gott sei Dank. Bob! Keine Angst, ich krieg das Schwein schon. Pass auf! Andy! Melvin, mir das hinter dir! Pass auf! Der stürzt in den Abgrund. Oh mein Gott. Kommen Sie, Barclay. Jetzt kann ihm niemand mehr helfen.
Melville war es. Der Angler Melville. Mhm. Ich wusste, dass es ein Angler sein musste, der es getan hat. Und warum? Weil ich erkannt hatte, woher die klaffende Wunde am Hals von Jim Collinson kam. Ich weiß, was so ein großer Fischhaken anstellen kann. Das heißt, in der Nacht, dass du ihn mitgenommen hast, Andrew, muss Melville also gerade von Bernoulli heruntergekommen sein. Aber warum hat er Jim Collinson denn umgebracht? Weil Collinson oben am Bernoulli im Gestein Gold gefunden hat. Aha. Vergessen Sie nicht, er war ein ausgebildeter Mineraloge. So hat ein Rhodesian sein Geld verdient. Und er wusste, dass es irgendwo da oben Gold geben musste. Und Großvater hatte ihm die Karte gezeigt, wo die Stellen eingezeichnet waren, an denen er Gold am Flussufer vermutete. Mhm. Barclay und Melville waren von Anfang an hinter dieser Sache her. Sie haben versucht, von diesem Dawson Geld zu bekommen, um ihren Besitz aufzukaufen können. Und als sie dann Collinson dort oben fanden, wussten sie, dass auch er wusste, was auf ihrem Land war. So musste er zum Schweigen gebracht werden. Und wie ist das passiert? Melville muss Collinson oben an der Schlucht begegnet sein. Da gab es einen Kampf. Melville hat ihn mit dem Fischhaken erwischt und ihn abgeworfen. Ich frage mich, wie viele Leute in der Umgebung davon gewusst haben, dass es im Hochland Gold gibt. Die haben das schon seit Jahren gewusst. In den Flüssen sind hier und da immer mal wieder Goldkörner gefunden worden. Aber ich bin ziemlich sicher, dass weder Jim Collinson noch Barclay und Melvy mehr als das gefunden haben. Wenn es um Gold geht, Colonel, reichen schon wenige Körner, um einen Mord zu begehen. Und wofür hast du das alles getan? Ich weiß nicht. Gewohnheit nehme ich an. Konnte es einfach nicht lassen. Und du willst wirklich kein Wort darüber schreiben? Nicht ein Wort. Und was bleibt? Nichts. Nur eine Art von Enttäuschung. Wo du doch beinahe bei der Sache dein Leben verloren hast. Ich bin reichlich belohnt worden. Wurdest du? Ja, Colonel Bradshaw erlaubt mir, jederzeit in seinen Flüssen zu angeln, wenn ich hier im Norden bin. Ach, das meinst du? Und dann gibt's da ja noch andere Belohnungen neben dem Angeln. Mm-hmm.